Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Okay. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Hallo und herzlich willkommen zur musikalischen Lesung aus meinem diesjährigen Weihnachtsroman »Wo Schneeflocken zu Hause sind«. Musikalisch wird es in dem Sinne, als dass wir mit einem kleinen, auch recht bekannten Lied beginnen und ich im Anschluss ein paar schöne Textzeilen aus meinem Buch vorlesen werde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Old man in the closed down market, picking up the papers with his worn out shoes. In his eyes you see no pride, hand held loosely at his side. Yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me that you're lonely and saying for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I will show you something to make you change your mind. Siehst du dort den alten Mann mit ausgetretenen Schlurft er übers Pflaster und er sieht so müde aus. Hin und wieder hält er an, nicht nur um sich auszuruhen, denn er hat kein Ziel und auch kein Zuhause. Doch du redest nur von Einsamkeit. Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch unsere Straßen. Ich zeig dir Menschen, die wirklich einsam sind. Streets of London, eines der wohl bekanntesten Lieder, nicht nur hier am Rande unserer weltbekannten Stadt. Schon als kleines Kind habe ich dieses Lied immer sehr gemocht und ich freute mich jedes Mal darüber, wenn es im Radio lief. Schon bald sang ich jede Zeile mit und spürte, wie ich mit jeder weiteren Strophe immer trauriger wurde. Und jedes Mal, wenn das Lied zu Ende war, ging ich zu meiner Mom und fragte sie mit Tränen in den Augen: Mom, warum gibt es so viele arme Menschen, die kein warmes Bett, kein Zuhause, keine warme Kleidung und nichts zu essen haben? Warum gibt es so viele Menschen, die auf der Straße leben müssen, sogar wenn es draußen eisig kalt ist? Meine Mom streichelte mir dann jedes Mal sachte über mein seidenweiches Haar, wie sie es selbst immer bezeichnete, lächelte sanft und schüttelte dann traurig den Kopf. Ach, weißt du, mein Schatz, mit manchen Menschen meint es Gott einfach nicht gut genug. Dann ist Gott aber nicht besonders freundlich, antwortete ich dann immer und stampfte beleidigt davon. Obwohl ich wusste, dass sich die Lage niemals ändern würde, wurde ich doch nicht müde, meiner Mutter diese Frage immer wieder zu stellen, wann immer ich dieses Lied über die armen Menschen in den Straßen unserer Stadt hörte. Ich hoffte wohl, eines Tages doch noch eine andere Antwort darauf zu bekommen.
Zum Beispiel, dass die Menschen sich das selbst so ausgesucht haben, dass sie selbst schuld seien daran und sie all das ändern könnten, wenn sie nur wollten und nicht so faul wären, sondern bereit wären, für ihr eigenes Glück zu arbeiten. Stattdessen blieb die Antwort meiner Mutter stets dieselbe. Mit der Zeit aber wurde ich älter und lernte viele Dinge über das Leben. Ich lernte auch, dass Gott wohl recht wenig mit der Armut mancher Menschen zu tun hatte, und so ließ ich auch die Worte meiner Mutter in der Vergangenheit ruhen. Es kam die Zeit, in der ich meine Kindheit hinter mir ließ und ich aufhörte, meine Mutter darum zu bitten, mir alles zu erklären und mir all meine Fragen nach dem Warum zu beantworten. Ich wurde allmählich erwachsen und ging meine eigenen Wege. Je älter ich wurde, umso seltener dachte ich über unsere Obdachlosen nach. Und je öfter die ersten Töne dieses Liedes im Radio erklangen, umso öfter wechselte ich den Radiosender, noch bevor die erste Strophe endete. Ich wollte nichts mehr davon hören, wollte mich nicht mehr ständig fragen, wie es überhaupt so weit kommen kann und was ich selbst dagegen tun könnte. Ich wollte mich nicht mehr länger einem traurigen Umstand stellen, den ich nicht ändern konnte. Aber wie das Leben manchmal so ist, manchmal treten gewisse Themen eben doch wieder ins Leben hinein. Und so war es auch hier bei Dana. In wenigen Wochen würden wir also die Suppenküche eröffnen, die eigentlich sogar weit darüber hinausging. Wir würden den Obdachlosen unserer Straßen etwas Ordentliches zu essen und etwas Wärme und Zuneigung schenken. Sie würden Hilfsbereitschaft und Freundschaft erfahren und konnten dabei selbst entscheiden, wie viel sie davon annehmen wollten. Nachdem ich so viele Jahre nicht mehr über die Ärmsten unserer Stadt nachgedacht hatte, war ich nun froh darum, dass dieses Thema wieder so präsent war in meinem sonst so perfekten und ruhigen Leben. Mein eigenes Leben war rundum in Ordnung. Trotz aller Schicksalsschläge fehlt es mir heute an nichts mehr. Und somit sprach nichts mehr dagegen, mich wieder mehr um andere Menschen zu kümmern. Wir würden die Situation all dieser Menschen nicht ändern können, aber wir konnten sie zumindest etwas erträglicher machen. In Gedanken stellte ich mir schon vor, wie es laufen würde, wie die Menschen aussahen, die unsere Suppenküche mit vollgepackten Plastiktüten aufsuchen und sich überschwänglich bei uns bedanken würden, wie sie sich die Hände in dem warmen Raum rieben, wie sie sich freuten über die Gelegenheit, endlich einmal wieder ihre eigene Stimme erklingen lassen zu können, während sie Geschichten von Londons Straßen erzählten, ähnlich wie Ralph McTell in seinem altbekannten Lied, das noch immer mein Wohnzimmer füllte. Doch dass die Zeit, die mir bevorstand, auch allerlei Überraschungen mit sich bringen würde, hatte ich an jenem Wochenende noch nicht geahnt. Gerade leerten wir unsere Tassen, um uns sodann an die Arbeit zu machen, als sich die Tür öffnete. Neugierig blickten wir zum Eingang, wo ein etwas älterer, gebrechlicher Mann stand, einige Tüten und Taschen in seinen Händen. Unsicher stand er da und blickte sich um. Um ihn nicht zu bedrängen, blieben Mom und ich schweigend hinter dem Tresen stehen. Irgendetwas an seinem Wesen irritierte mich. Er wirkte sehr ängstlich und ließ seinen Blick neugierig immer wieder nach links und wieder nach rechts schweifen. Auch ich musterte diesen Mann, wie er so dastand, nicht allzu weit von uns entfernt. Er war in mehrere Lagen Kleidung gehüllt, wobei die Jacke selbst nicht sehr schützend und warm wirkte. Sein krauser Bart lag halb versteckt unter einem braunen Wollschal. Die Haare bedeckte eine gestrickte Mütze in einem ähnlichen Farbton. Seine Handschuhe waren grau und an den Fingerkuppen leicht zerschlissen, die Schuhe abgetragen und an einigen Stellen ausgebleicht, aber nicht löchrig. Stumm beobachteten Mom und ich den Mann, neugierig, ob er es wagen und Platz nehmen würde, um seinen Hunger und seinen Durst zu stillen und sich letztlich ein wenig in der wohligen Wärme zu entspannen. Plötzlich blieb sein Blick an uns haften. Ganz langsam trat er näher zu uns heran. Aus dem Augenwinkel sah ich Mom ihr gewohntes Lächeln aufsetzen, wie sie es bei jedem tat. Doch je näher dieser Mann kam, umso verwirrter wurde ich. Sein Gesicht war leicht schmutzig und von Falten übersät. Dabei hatte es anfangs noch gar nicht so verwittert gewirkt. Unser Gast kam noch näher und blieb schließlich direkt vor dem Tresen stehen. Seine Augen berührten mich wie noch kein anderes Augenpaar zuvor. Sein Blick wanderte stetig zwischen Mom und mir hin und her und doch sprach er kein einziges Wort. Vielleicht konnte der Mann gar kein Englisch, ging es mir durch den Kopf,
was ich im nächsten Moment als dummen Gedanken abtat. Welcher Londoner Obdachlose konnte denn seine eigene Sprache nicht? Als der Mann immer noch schwieg, hielt Mom es nicht mehr aus. Guten Morgen, ich bin Sarah. Setzen Sie sich doch. Wir haben noch genügend zu essen und zu trinken da, sagte sie freundlich und ließ ihre eigenen Essenszeiten außer Acht. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Fragte sie laut und deutlich, wohl in der Annahme, der Mann wäre schwerhörig, weil er noch immer schweigend vor uns stand und offenbar weder ein noch aus wusste. Dann endlich ertönte seine Stimme, noch ehe ich bemerken konnte, dass Tränen in seine Augen getreten waren. Sehr gerne, Sarah. Schwarz mit 3 Würfeln Zuckern, bitte. Wie immer. Der Mann, der da in der Suppenküche auftauchte, ohne Vorwarnung, ist also nicht ganz unbekannt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. In all den Jahren waren wir davon ausgegangen, dass Dad irgendwo im Nirgendwo ein glückliches und zufriedenes Leben führte, das wir ihm offenbar nicht hatten bieten können. Wir hatten fest geglaubt, ihn niemals wieder zu Gesicht zu bekommen. Und nun stand er hier als unser Gast, ein Obdachloser aus den Straßen Londons. Einer jener Menschen, von denen Ralph McTell mir als junges Mädchen schon immer vorgesungen hatte. Einer von denen, die schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt hatten. Doch das hatten wir nicht erwartet. Und doch war es nun so. Was wolltest du mir denn nun erzählen? Was wollten diese Männer von dir? Mom ließ von ihrem Kochtopf ab und drehte sich zu mir um. Ihr Gesicht sah gar nicht glücklich aus. Das, meine Liebe, waren Justizbeamte. Polizei? Rief ich erschrocken aus, aber Mom schüttelte den Kopf. Nein, sie arbeiten für das Gericht. Du erinnerst dich doch noch an den Fall vor ein paar Wochen, bei dem ein Jugendlicher einen Obdachlosen verprügelt hat. Ja, hauchte ich gespannt und hoffte, dass Dad uns nicht hören konnte. Dieser Junge hat Sozialstunden auferlegt bekommen. Ab Montag wird er uns für 2 Wochen jeden Morgen beim Frühstücksdienst unterstützen. Wie bitte? Hallte es schrill durch die Küche. Ist das dein Ernst? Ausgerechnet bei uns? Hast du denen etwa zugesagt? Mom seufzte. Ich weiß, der Fall hat mich sehr erschüttert und wütend gemacht. Ich habe auch tatsächlich lange mit mir gerungen und mich gefragt, ob ich so jemandem überhaupt ins Gesicht blicken kann. Dann aber dachte ich mir, dass der Junge ruhig noch etwas lernen und Buße tun soll, und zwar dort, wo er Schaden angerichtet hat. Also habe ich mein Einverständnis gegeben. Montag um 7 fängt er an und bleibt für 2 Wochen für den gesamten Frühstücksdienst. Wir beide werden ihm zur Seite stehen und ihm sagen, was er zu tun und wie er sich zu verhalten hat. Er soll die Beamten anrufen, wenn er Ärger macht. So war das also. Der junge Kerl, der grundlos auf einen Obdachlosen eingeschlagen hat, soll uns nun in der Suppenküche 2 Wochen lang zur Seite stehen und seine Strafe verbüßen. Derselbe Junge, auf den Mom so unglaublich wütend gewesen war. Und nun gab sie ihm die Chance, aus seinem Fehler zu lernen. Aber ich will gar nicht erst, dass es Ärger gibt, warf ich besorgt ein. Ich auch nicht, aber die Beamten haben mir ein bisschen was über den jungen Mann erzählt. Es war seine erste Tat. Seine Eltern starben vor einem Jahr bei einem Autounfall. Seitdem lebt er bei seinem deutlich älteren Bruder. Die Tat war wohl eine Art Mutprobe. Der Tod der Eltern hat ihn sehr schweigsam und verschlossen werden lassen. Und das hat einigen anderen in seinem Alter wohl nicht gefallen. Um zu beweisen, dass er kein in sich gekehrtes Mauerblümchen ist, hat er auf den Obdachlosen eingeprügelt. Ach, und das rechtfertigt eine solche Tat? Ich konnte es nicht fassen. Mutproben in dem Alter. Ich bin ja mal gespannt, ob er überhaupt auftaucht. Das muss er, sonst warten härtere Strafen auf ihn. Damit war das Thema auch schon wieder erledigt. Mom kochte weiter, ich deckte den Tisch. Es war ein seltsames Gefühl, wieder 3 Gedecke auf dem Tisch zu verteilen. Das fühlte sich fast so an wie früher. Dad kam wieder zu uns herunter und sah recht zufrieden aus. Unsicherheit konnte ich keine mehr in seinem Gesicht erkennen. Überhaupt wirkte das Gesamtbild auf mich sehr vertraut. Auch wenn Dad nicht mehr der Mensch war, der er einst gewesen war.
Ich gehe Dad suchen, sagte ich entschlossen und verschwand im hinteren Raum, ohne eine Antwort abzuwarten. Ich fand ihn schließlich in der hinteren Ecke des Vorratsraums, zusammengesunken in einer Ecke. So musste er oft auf der Straße gesessen haben. Sein Blick fixierte einen Punkt direkt vor sich, an dem ich aber nichts Besonderes finden konnte. Sofort lief ich zu ihm und kniete mich neben ihn. Mein Arm glitt um seine Schultern, während ich spürte, wie mir die Angst die Kehle hochkroch und mir beinahe die Luft abschnürte. »Dad, geht es dir gut?« »Du weißt es, nicht wahr?«, fragte er. Tränen traten mir in die Augen, als ich erkannte, dass ich von Anfang an recht gehabt hatte. Ich hatte eine Ahnung, jetzt weiß ich es. Du warst derjenige. Dir hat er das angetan. Deine Kratzer und Narben. Die restlichen Worte blieben mir im Halse stecken. Dad saß neben mir wie traumatisiert. Womöglich war er das sogar. Mein sonst so starker und tapferer Dad war plötzlich nicht mehr als ein ängstliches Opfer. Es tut mir so leid, Dad. Tränen rannen mir über die Wangen. Die Wangen meines Vaters hingegen waren trocken. Nicht einmal dafür hatte er die Kraft. Du kannst nichts dafür. Gottes Strafe, du weißt doch. Nein, rief ich. Hör doch auf mit diesem Mist. Niemand hat so etwas verdient. Erst recht nicht Menschen wie... Menschen wie wir? Wie die da draußen, schmutzig und übelriechend, ungewaschen und womöglich sogar krank? Ich schämte mich, aber genau diese Worte sprachen aus, was ich tatsächlich dachte. Entschuldige. Schon gut, du hast ja recht. Ich hatte gehofft, ich würde ihn niemals wiedersehen. Dann erzählte mir deine Mutter von dem Jungen, der kommen würde, um uns zu helfen und seine Sozialstunden abzuarbeiten. Seitdem hatte ich keine ruhige Nacht mehr. Ich dachte, ich würde es schon irgendwie schaffen, ihn ignorieren und mich auf meine Aufgaben konzentrieren. Es wären doch nur ein paar Stunden am Tag. Das musst du nicht, Dad. Ich fahre dich jetzt nach Hause und bleibe bei dir, bis Mom zurück ist. Wir sollten es ihr sagen. Du ahnst gar nicht, wie wütend ich auf diesen Jungen bin. Ich gehe ihm auch aus dem Weg, so gut es geht, sagte ich mit fester Stimme. Nein, tu das bitte nicht, bat er mich inständig. Sein Blick sprach Bände. Aber warum denn nicht? So kannst du unmöglich mit ihm zusammenarbeiten. Und Mom wird dein Verhalten auch nicht nachvollziehen können, wenn wir es ihr nicht erzählen. Außerdem wird dieser Floyd dich doch erkennen. Floyd heißt er also, sprach er mehr zu sich selbst. Dann strafften sie seine Schultern. Ich werde da jetzt rausgehen und meine Arbeit machen. Ob er mich erkennt oder nicht, ist mir egal. Ich will keine Entschuldigung von ihm. Ich werde ihn ignorieren und ihm aus dem Weg gehen, werde meine Arbeit machen und er soll seine Aufgaben erledigen. Diese 2 Wochen werden schon vorübergehen. Vielleicht kann ich mich in die Vorbereitungen für Weihnachten stürzen. Außerdem muss ich noch aufs Amt meine Papiere beantragen. Mom wollte mich begleiten, also wirst du mit diesen beiden Männern zurechtkommen müssen. Kannst du das überhaupt? Ich will nicht, dass es hier Ärger gibt. Ich zögerte, aber ich wusste, dass es nicht anders ging. Dad verließ sich auf mich. Dass er sein Leben wieder in den Griff bekam, stand für mich nun an erster Stelle. Außerdem konnte er Floyd so zumindest teilweise aus dem Weg gehen. Ja, das schaffe ich. Notfalls kann sein Bruder, dieser Josh, vielleicht zwischen uns vermitteln. Er macht einen netten Eindruck. Dad sah mich von der Seite an und begann zu grinsen. Ach ja? Was soll das denn heißen? Fragte ich erbost. Glaubte Dad wirklich, dieser Josh wäre ein geeigneter Kandidat, um mein Liebesleben endlich wieder erwachen zu lassen? Nichts weiter, mein Schatz. Komm, lass uns hinausgehen. Ich kann mich nicht ewig hier verstecken. Aber kein Wort zu Mom, versprochen. Sollte sie es auf anderem Wege herausfinden, soll es eben so sein. Aber ich will sie nicht noch wütender auf diesen Jungen machen. Mir war nicht ganz wohl dabei, Mom etwas so Wichtiges zu verschweigen. Und auch fragte ich mich, was passieren würde, wenn sie doch noch davon erfuhr. Allerdings hatte Dad recht. Sie sollte nicht noch wütender werden. Das könnte schließlich auch den Vollzug der Strafe gefährden. Also schön, versprochen. Aber mach mir bloß keinen Ärger mit deiner Geheimniskrämerei, warnte ich ihn, zog ihn vorsichtig hoch und blickte ihn ein letztes Mal aufmunternd an,
ehe wir uns aufmachten in die Konfrontation zwischen Täter und Opfer einer ungerechten Tat. Tja, wie bei den meisten Geheimnissen kommt es dann doch irgendwann raus und dazu kommen wir jetzt. Mit einem letzten Blick zu Floyd und Josh, die sichtlich beschämt zu sein schienen, folgte ich Mom in den Vorratsraum, in dem ich zuvor mit Dad gesessen hatte. Wusstest du davon? Erfahren habe ich es auch erst vorhin, als ich Dad suchen gegangen bin. Aber ich hatte es vermutet. Schon als er zum ersten Mal hier auftauchte, sind mir Kratzer und Narben in seinem Gesicht aufgefallen. Sie wurden deutlicher, nachdem ich mit ihm beim Friseur gewesen war. Ist dir denn nichts aufgefallen? Mom sah nun ein wenig beleidigt aus. Nicht direkt. Ich dachte, das käme von der mangelnden Hygiene, gab sie zu. Ach Mensch, ausgerechnet er. Hat er nicht schon genug durchgemacht? Jetzt wird ja alles wieder gut. Der Täter verbüßt seine Strafe, Dad ist auf dem Weg der Besserung und hat ihm die Leviten gelesen. Und Floyds Bruder wird ihn von nun an wohl auch etwas strenger beobachten. Nicht nur ihn. Wie bitte? Nun, dieser Josh scheint ein Auge auf dich geworfen zu haben. Zumindest beobachtet er dich, wann immer du in seiner Nähe bist. Nur bist du so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass du es nicht bemerkst. Es sei denn, du willst es gar nicht bemerken. Ratlos blickte ich sie an. Josh beobachtete mich? Ich soll tatsächlich sein Interesse geweckt haben? Na, wenn du da mal nicht falsch liegst, gab ich nur zurück und ging wieder in den Speisesaal, wo sich zwei weitere Gäste eingefunden hatten, die bereits von unseren männlichen Helfern versorgt wurden. Floyd und Josh servierten fleißig, während Dad eisam hinterm Tresen blieb. Selbst wenn er tatsächlich die Stärke hatte, Floyd zu verzeihen, hielt er dennoch Abstand. Ich konnte nur hoffen, dass Floyd zu schätzen wusste, wie sehr Dad ihm entgegenkam. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende bei uns geblieben sind. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Unterhaltung, konnten ein wenig entspannen und einer wunderbaren Wintergeschichte lauschen. Vielen Dank auch an die Stadt, die uns das hier alles ermöglicht hat. Vielen Dank auch an Sie alle, für die wir das hier heute tun dürften. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit, ruhige und angenehme Feiertage. Und alles, alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank.